Moin Leute, es ist Zeit für eine Hochzeit heute. Und wie ihr sehen könnt, schlechtes Wetter heißt auch für mich finanzieller Schaden. Weil dann kann ich ja meine Außenanlage und meine Seifenblasenmaschine, die ich eigentlich schon verkauft habe, nicht an den Start bringen. Kein Kunde will Außenanlage, eine Seifenblasenmaschine für draußen zu schlechtem Wetter. 120 Euro wieder weniger. Aber ich werde es aushalten. Und wir werden heute ins Gasthaus Hogeback fahren. Das ist in Ritterhude. Let's go. Ich bin angekommen hier beim Gasthaus Hogeback in Visbeck. Sieht sehr urig drin aus. Ich war schon mal drin. Wir sind hier so an der Landstraße. Ja, aber hier kann man feiern. Definitiv. Let's go. Es ist Viertel vor und ich bin mit dem Aufbau fertig. Also Viertel vor halb, es ist Viertel nach. Ne? Also Viertelstunde hätte ich noch. Aufbau ist fertig, zieh mich erstmal um. Und dann kommen auch gleich alle Gäste. Hintergrundmusik läuft schon, Lichter ist eingestellt. Die Gäste sind hier schon am Stissel. Und ja, ich würde die mal so einschätzen, als dass die so gerne Schlager hören. Und Burani, Forster, Lotte. Kerstin Ott, Andreas Gabalier. Ich denke, da liege ich schon ziemlich gut. Die Gäste müssen sich gerade gegenseitig malen. Und dazu gibt es da die Jeopardy-Musik. Und da muss das Brautpaar erkennen, wen die gemalt haben von ihren Freunden. Es geht los! Eröffnungstanz! Der kann mich gar nicht vorstellen. Also ich denke, ich bleib heute auf 128 BPM oder schneller, weil der Ballermann kommt auch noch, ne? Und gleich kommt aber noch ein Spiel. Volle Tanzfläche, die ist gleich weg. Und danach wollen sich die Tanten verabschieden und dafür
gewünschte Tanzpause. Habe ich noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Aber wenn der Chef das sagt, ne, wird das gemacht. So, nach der Tanzpause, jetzt geht's weiter. Ab geht's. Disclaimer, ihr seht, ich spiele sehr viel Schlager und Ballermann. Das ist normalerweise gar nicht mein Stil, aber war hier definitiv gefordert. Das war die absolute Landparty und das Brautpaar hat sich das auch ausdrücklich gewünscht. Und wenn ihr wissen wollt, was man auf so einer Party spielen muss, dann gibt es die Playlist des Abends für einen Fünfer unten in der Videobeschreibung. Alle Events des Jahres, 30 an der Zahl, gibt es für 50 Euro. Weiter geht's. Ananas, Kirsch und Banane. Mit Sahne. Welches Schleiertanz? Mit Geld reinwerfen. Jetzt der Song vom Schleiertanz. Wir müssen auch Geld reinwerfen, um mit dem Brautpaar tanzen zu dürfen. Weiter nicht erlebt. Immer wieder. Also heute ist richtig Premiere. Ja, richtig viel. Yeah.
das geht. Totten oder so ähnlich. Ich werde dir den Verdacht nicht los, dass das Michael Bahn ist. Michael, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Es ist aus. 4 Uhr. Let's go abbauen. Es ist 4.49 Uhr und ich fahre nach Hause. Es ist 5.23 Uhr und ich bin endlich zu Hause. Noch sehr müde. Fazit, bevor ich ins Bett falle. War eine gute Party. Aber diese Ballermann-Schlager-Hochzeiten, die kann ich jetzt zwar machen, ohne jetzt irgendwie schlimm negativ aufzufallen, aber ich glaube, ein anderer Kollege kann das besser als ich, der auf sowas spezialisiert ist. Die Gäste waren, glaube ich, auch sehr glücklich, bis auf ein paar Ausnahmen. Waren ein paar schwierige Fälle dabei. Also, einer hat mir die ganze Zeit erzählt, dass ich nach zwei Songs eine Pause machen muss, eine Tanzpause. Und dann haben die ganz viele erzählt, Junge, du musst mal mitkommen, ja, so geht das nicht weiter hier, das ist ja, und dann, also hatten sehr genaue Vorstellungen von dem, was ich spielen sollte, aber die anderen hatten halt auch sehr genaue Vorstellungen, das spiegelte sich alles nicht wieder und ich musste also einen Mittelweg finden, ne, wie das meistens so ist, aber ja, und zum Schluss waren dann auch alle feuchtfröhlich, ja, und mit den Gästen muss man dann auch klarkommen, ne, ja, geiler Abend, hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche mir eine gute Nacht. Bis dann.